Ja, toll, dass Sie zu so früher Stunde, also für mich ist das sehr früh, ich stehe nochmal etwas später auf, ich ziehe doch lieber die Brille an, dass Sie zu so früher Stunde hierher gefunden haben und so zahlreich erschienen sind. Ich freue mich auch über die vielen bekannten Gesichter, aber genauso über die neuen Gesichter, die mich noch nicht kennen und die ich noch nicht kenne, die ich hoffentlich aber gleich beim Netzwerken kennenlernen darf. Ja, vielleicht habt ihr, der ein oder andere Versierte, den Fehler auf dieser Folie schon entdeckt oder eigentlich den Fehler auf den ursprünglichen SDGs. Darüber soll es eben heute so ein bisschen im Kern gehen, um die Revolution von innen und damit verbunden einen nachhaltigen Bewusstseinswandel. Ich nehme mal die Puppe. Dazu kommen wir aber gleich später im Kern. Geht das so? Nein? Dann drücke ich da. Oh, das kann natürlich der Fehler sein. Okay, also vor fast 10 Jahren finde ich mich plötzlich auf der Intensivstation einer Frankfurter Klinik wieder mit starken Kopfschmerzen und halbseitigen Lähmungserscheinungen. Der Verdacht, Schlaganfall mit 29, wird Gott sei Dank widerlegt. Jedoch erschüttert dieser Moment mein Leben nachhaltig und sorgt dafür, dass ich alle Ziele, für die ich bisher brannte und damit mein ganzes Lebenskonzept in Frage gestellt habe. Ich hatte Abitur gemacht und anschließend BWL studiert und einen eigentlich ganz passablen Karrierepfad beschritten, getrieben vom Hunger nach Erfolg, nach Anerkennung und natürlich auch nach materiellem Wohlstand. Ich wollte ein Leben in Fülle und Zufriedenheit und Wohlstand fühlen. Letztlich war es ein heftiger Burnout, dem ich meine Symptome zu verdanken hatte, gefolgt von einer tiefen Phase der Depression und Angststörungen. Diese Phase ist heute ein Geschenk, das mir die Augen geöffnet hat. Warum ich Ihnen heute über mich erzähle, nicht weil ich mich für die Tollste halte und auch nicht, weil meine Lebens- oder Weltsicht die einzig wahre sein soll. Ich möchte Ihnen einen ganz alternativen Weg aufzeigen, sich selbst und auch die Herausforderungen unserer Zeit, die globalen, sozialen, ökologischen Herausforderungen zu sehen und habe da nach einem Format gesucht, das möglichst ohne Belehrungen auskommt. Also erzähle ich Ihnen meinen Weg als einen von vielen gangbaren. Vieles hat sich verändert seit dieser Zeit. Der Wunsch, in Fülle, Glück und Wohlstand zu leben, der ist geblieben. Doch diese Definition der Begriffe, die hat sich radikal verändert. Dazu aber gleich mehr. Haben Sie sich mal gefragt, was Sie eigentlich antreibt? Geht immer nicht? Ah ja! Ab und zu bücke, denn dann geht auch der Bildschirmschoner nicht dann ständig rein. Ja, haben Sie sich mal gefragt, was Sie eigentlich antreibt? Die Antwort ist gleichermaßen einfach wie komplex. Was uns Menschen vereint, ist der Wunsch, der sehnlichste Wunsch, ein glückliches Leben zu führen. Wobei die Glücksstrategien extrem unterschiedlich sind, die wir anstreben. Letztlich geht es immer darum, das, was wir für vermeintlich gut, für vermeintlich positiv halten, zu mehren und das, was wir nicht wollen, zu vermeiden oder gar zu bekämpfen. Das Streben nach Glück und unsere Unglücksvermeidungsstrategien bestimmen, wie wir leben, wie wir arbeiten, unsere Beziehungen, aber auch, wofür wir uns einsetzen. Die Buddhisten nennen diese beiden Prinzipien Anhaftung und Widerwillen. Also das Festhalten an den Dingen, die wir als gut bewerten und das Ablehnen der Dinge, die wir nicht wollen. Dabei bewerten wir die Welt niemals so, wie sie ist, sondern rein subjektiv und vor allem durch die Augen der Vergangenheit. Das heißt, dass wir in unseren Entscheidungen, was wir wollen und was wir nicht wollen, meist überhaupt nicht beurteilen können, was wirklich das Beste für uns ist. Mein Burnout, den hätte ich damals lieber gerne umgangen. Heute weiß ich, dass es ein großes Geschenk war. Aber nicht nur mein Leben ist auf der Suche nach dem Glück ganz schön aus den Fugen geraten, weil ich den falschen Vorstellungen vom Glück hinterhergehechtet bin. Wir erleben global historische, soziale wie ökologische Herausforderungen, die meiner Meinung nach alle auf ein krankhaftes Streben nach Glück zurückzuführen sind. Unser Lebenswandel, unsere Glaubenssätze sind veraltet, infantil und fremdgesteuert. Gier, Ausbeutung, Neid, Missgunst,
Stolz und Arroganz sind die menschlichen Störgefühle, die diese Situation hervorgebracht haben. Sie entfalten sich in einer absurden Pathologie. Jeder Mensch strebt nach Glück, aber wir glauben, dass das Glück irgendwo im Außen zu finden ist. Eine erfolgreiche Karriere, schicke Kleidung, eine erfüllende Partnerschaft. Wir reisen in ferne Länder und belohnen uns immer wieder mit kleinen Dingen, die wir überall für Geld kaufen können. Diese Art von Glück ist höchst ineffizient. Ich nenne es das Feuerwerkglück, denn es entfaltet sich in einer gewaltigen Explosion, aber ist auch genauso schnell wieder verschwunden. Schlimmer noch, je öfter wir das tun, desto kürzer halten diese Höhepunkte an. Wie ein Drogensüchtiger brauchen wir rasch wieder neues Futter. Dabei ist wahres Glück ganz einfach zu finden, wenn wir die kleinen Dinge des Lebens wieder sehen, erkennen und zu schätzen wissen. Wie das Rauschen der Blätter, wenn wir irgendwo stehen und auf eine Verabredung warten, anstatt im Smartphone zu daddeln. Ja, nicht genug. Die meisten von uns, ohne es zu wissen, das ist das Tückische am Unbewusstsein, leben in einem permanenten, unterschwelligen Gefühl des Mangels. Ein altes Bewusstsein, das eigentlich aus unserem Überlebensinstinkt entsteht. Dieser Modus ist aber angstgesteuert und egozentrisch. Er bringt weitere destruktive Gefühle wie Neid und Missgunst, aber auch Ausbeutung und Gier hervor und sorgt für das unnötige Anhäufen von materiellen Dingen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Es ist nicht genug, ist ein ständiger Antreiber, ein Dämon, der auf unseren Schultern sitzt, der uns rotieren lässt, schneller und besser zu werden, weil wir noch nicht erfolgreich genug sind, noch nicht schlank genug, noch nicht männlich genug, nicht schön genug. Es ist dieser Gedanke, der zu einer fortwährenden Ausbeutung von Ressourcen führt, selbst unserer eigenen. Wie würde es sich anfühlen, wenn wir genug hätten? Ich lade Sie ein, einen tiefen Atemzug zu nehmen und voll in den gegenwärtigen Moment einzutauchen. Sie werden rasch spüren, genau jetzt, genau hier, habe ich genug. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Es ist nicht genug, ist eine reine Fiktion unseres Verstandes. Vielleicht haben Sie meine Worte erreicht und für einen kleinen Moment waren Sie davon überzeugt, dass Sie genug haben. Sofort beginnt das Prappeln in Ihrem Kopf wieder. Okay, jetzt habe ich genug, aber was ist denn mit morgen und was ist denn im nächsten Jahr und was ist denn mit der Rente? Ihre Gedanken kreieren eine fiktionale Zukunft, von der Sie heute überhaupt nicht wissen, ob sie jemals eintritt. Wenn ich so in die Runde schaue, wird das Durchschnittsalter zwischen 40 und 50 liegen. Können wir später noch erheben. Wir können das später noch erheben, ich bin auch wissenschaftlich unterwegs. Ja, seien Sie ehrlich zu sich selbst. Wie oft in Ihrem Leben haben Sie nachts wach gelegen und über ängstlichen Zukunftsgedanken gebrütet? Aber wissen Sie was? Sie sind noch hier. Hören Sie auf, Zeit zu vergeuden. Leben Sie im Hier und Jetzt. Die vierte Pathologie unserer Zivilisation ist die Illusion der Trennung. Auf diesem Planeten steht alles miteinander in Verbindung. Ein hochkomplexes System, in dem das eine das andere bedingt. Also wenn Sie beispielsweise Abgase in die Luft pusten, weil Sie ständig mit dem Auto unterwegs sind oder fliegen, dann verunreinigen Sie die Luft, die Sie atmen, das Wasser, das Sie trinken und auch den Boden, der Sie nährt. Das funktioniert übrigens auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Ob Sie Ihre Negativenergien an der Kassiererin ablassen, die das wiederum an den nächsten Kunden abgibt, oder ob Sie sich entscheiden, Menschen Momente des Glücks und der Wertschätzung zu schenken. Alles kehrt zu Ihnen zurück. Und so machen Sie sich als Konsument auch mitschuldig an Bedingungen, wie Tiere gehalten werden, wie Menschen ausgebeutet werden und wie der Regenwald abgeholzt wird. Denn jeder Einkauf gleicht einer stillen Zustimmung. Ich bin dafür vollkommen überzeugt, dass der Weg, diesen Planeten und unsere Art zu retten, ein Weg ist. Wir sollten es zumindest mal probieren.
Denn es nutzt nichts, zu verharren und zu warten, dass auf Seiten von Politik und Wirtschaft etwas passiert. Wie, wenn sie alle von der gleichen Pathologie betroffen sind? Wir haben jetzt die Chance, unsere Art durch eine innere Revolution zu entwickeln. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen, statt Schuldige zu finden. Macht anzuerkennen, unsere Macht anzuerkennen, statt in der Opferrolle zu verharren. Und Bewusstsein zu entwickeln, statt blind und taub durch diese Welt zu gehen. Auf 17 Entwicklungsziele, die SDGs, die haben Sie vorhin auch in der Eingangsfolie gezeigt, das ist nur eine andere Darstellung, haben sich die Vereinten Nationen geeinigt. Für eine verbesserte Welt wird es nicht ausreichen, die Emissionen zu begrenzen und auf erneuerbare Energien zu setzen. Wir brauchen eine globale Ethik, Werte und Normen, die unser Wirtschaften, unser Konsumverhalten, unser Zusammenleben auf diesem Planeten prägen. Ich fordere ein SDG Nummer 18, das ein neues, erstarktes Bewusstsein der Menschheit propagiert, das Werte wie Mitgefühl, Fürsorge, Verbundenheit, Respekt und Offenheit zu zentralen Entscheidungskriterien macht, das uns zurückführt zu einem demütigen Umgang mit uns selbst, miteinander und mit den Ressourcen dieser Erde. Ein neues Wertesystem, das uns nicht länger über das Sein, das Haben von Dingen definiert und uns lehrt, maßvoll zu leben, sowie spirituelle Stärke, um das eigene Denken und Wollen immer wieder kritisch zu hinterfragen und die unbewussten, triebhaften Strukturen des Geistes, des Egos zu überwinden. Aber warum auf ein globales Regelwerk warten? Fangen wir jetzt damit an, diese Werte vorzuleben. Wir alle sind kreative, machtvolle Geschöpfe unseres eigenen kleinen Universums. Wir haben jetzt die historische Gelegenheit, unsere enorme Macht anzuerkennen und die Zukunft auf diesem Planeten aktiv mitzugestalten. Mitgefühl, Fürsorge, Verantwortung übernehmen, Engagement. Das sind diese neuen Werte. Im ersten Moment wirken sie wie eine Einbahnstraße. Eine weitere Last für viele Menschen, die sich heute sowieso durch das schnelle, rasante Leben völlig ausgelaugt fühlen. Dieser Einwand klingt berechtigt. Wer leer ist, hat nichts zu geben. Diese Leere ist wohl die Wurzel aller Störgefühle, die unsere Gesellschaft derzeit prägen. Diese Leere zu füllen, das ist unsere innere Arbeit. Und es gibt nur einen nachhaltigen Weg, das zu tun, durch echte, radikale Selbstliebe. Und damit meine ich keinen Egoismus. Ein wichtiger Baustein dabei ist unsere Arbeit. Sie ist heute zu einem notwendigen Übel verkommen, ein Tauschgeschäft, Lebenszeit gegen Geld. Aber jeder Mensch wird mit ganz individuellen Veranlagungen und Talenten geboren. Wie in der Natur, in der jede Pflanze, jedes Tier, jedes Insekt einen wichtigen Zweck erfüllt, so hat jeder Mensch eine Gabe, mit der er einen wertvollen Beitrag für diese Gesellschaft leisten kann. Wenn wir es schaffen, diese Talente wiederzuentdecken und sie zur Entfaltung zu bringen, dann können wir ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben leben, schenken dem Gemeinwohl unseren optimalen Nutzen. Wir erleben, wie es ist, gebraucht zu werden, genauso wie wir sind. Und wir erfahren Anerkennung und Befriedigung in Tun und Sein. Sie erinnern sich an meinen anfänglichen Wunsch, ein Leben in Fülle, Glück, Zufriedenheit und Luxus zu führen. Ich bin heute in meinem neuen Leben angekommen. Ich koordiniere mit Herzblut die Aachener Nachhaltigkeitsstudie WeirdAC, begegne fantastischen, kreativen Menschen in meiner Initiative Das Wandelwerk, darf mich als Doktorandin an der RWTH und im Vorstand des Vereins Regionale Resilienz mit den Themen beschäftigen, die mein Herz berühren. Ich bin glücklich, weil ich einen Beruf habe, der mich vollkommen erfüllt, mich reich mit Begegnungen und Geschichten beschenkt
und sich durchweg sinnstiftend anfühlt. Ich lebe in Luxus, weil ich jeden Tag meine Zeiteinteilung völlig selbstbestimmt gestalten kann und nach meinen eigenen Bedürfnissen. Weil ich Zeit habe, für mein inneres Wachstum, meine innere Leere aufzufüllen und zu heilen. Und weil ich jedes Wochenende, an dem es sich irgendwie ermöglicht, in der Eifel verbringe, das sich wie eine ausgedehnte Urlaubsreise anfühlt. Und ich lebe in Fülle, weil ich die reiche Fülle unseres Planeten jeden Tag, in jedem Blatt, in jedem Grashalm erfahre. Und weil ich dankbar bin für die Dinge, die ich habe und nicht die, die ich nicht habe. Ich wünsche mir mehr Burnouts für die Menschen, um sie aus ihrem unbewussten Schlaf wach zu rütteln. Denn diese Menschen sind nicht krank. Ihr völlig gesunder Körper zeigt ihnen, dass sie auf die falsche Fährte geraten sind. Damit es nicht so weit kommen muss, legen Sie Ihr Smartphone beiseite. Lassen Sie den Fernseher und das Radio aus und verzichten Sie auf all die schicken Ablenkungsmanöver. Gehen Sie raus in die Natur und gehen Sie auf Entdeckungsreise zu sich selbst. Erkennen Sie, wer Sie sind und worin Ihre Herzensaufgabe liegt. Und bringen Sie sie in kleinen, aber selbstbewussten Schritten zur Entfaltung. Haben Sie Mut, Altes zu durchbrechen, neu zu denken, anders zu sein, aber vor allem sich mit all ihren Stärken und Schwächen selber zu lieben. Wer wirklich glücklich und erfüllt ist, ist satt und hat keinen Bedarf, sein Sein über materiellen Wohlstand, Statussymbole oder Arroganz zu kompensieren. Folgen Sie dem Weg Ihres Herzens, entdecken Sie, was Sie zum Strahlen bringt und machen Sie es sich selbst und der Welt zum Geschenk. Ich bin mir sicher, damit retten wir die Welt. Vielen Dank.